Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Das ist der erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes, Drucksache 2965/20, zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 73, dem Entschließungsantrag der Abgeordneten und der Fraktion der SPD, humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen, Drucksache 3003/20. Und zur Einbringung erteile ich Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 31. Dezember dieses Jahres tritt das aktuelle Landesaufnahmegesetz außer Kraft. Und ich freue mich, Ihnen deshalb heute den Entwurf für ein neues Landesaufnahmegesetz vorstellen zu können, das wir durchaus wesentlich ändern wollen. Der wesentliche Gehalt des Landesaufnahmegesetzes ist die Verpflichtung der hessischen Kommunen, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, aber auch andere Personen ohne deutschen Pass aufzunehmen und unterzubringen und im Gegenzug dazu zu regeln, wie die Kostenerstattung durch das Land hierfür aussieht. Wir haben die Sozialverbände genauso wie die kommunalen Spitzenverbände selbstverständlich an der Evaluation des Gesetzes beteiligt. Anschließend haben wir in mehreren durchaus intensiven Gesprächsrunden zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden eine gemeinsame Verabredung erarbeitet, in der genau die Grundzüge der Gesetzesnovelle festgehalten worden sind, die ich hier heute einbringen darf. Dieser Beteiligungsprozess war mir besonders wichtig, und deshalb setzen wir nun auch genau diese Eckpunkte mit dem vorliegenden Änderungsgesetz in die Realität um. Ich will Ihnen die wesentlichen Änderungen vorstellen, die wir mit diesem Gesetz vornehmen. Die erste Änderung betrifft die sogenannte Große Pauschale. Das ist die Pauschale, die das Land den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen gewährt, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Hier sieht unser neues Gesetz eine jährliche Anhebung dieser Großen Pauschale ab dem Jahr 2022 vor. Damit sorgen wir für wichtige Planungssicherheit für das Land wie auch für die Kommunen. Die zweite grundlegende Änderung vereinfacht das Verwaltungsverfahren. Bisher hat das Land den Gebietskörperschaften die sogenannte kleine Pauschale in zwei Jahrestranchen in Höhe von jeweils 1.440 € ausgezahlt. Diese Pauschale fördert die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern 2 und 12 beziehen. Und auch dieses Verfahren vereinfachen wir, indem wir aus der kleinen Pauschale ab 2021 ein Integrationsgeld in Höhe von einmalig 3.000 € machen. Dabei kommt es dann auch auf den Leistungsbezug nach den Regelungen des Sozialgesetzbuchs 2 oder des Sozialgesetzbuchs 12 nicht mehr an. Der vom Land gezahlte Betrag erhöht sich also, und das Integrationsgeld wird gleichzeitig einem größeren Personenkreis als bisher gewährt. So unterstützt das Land die Integrationsleistungen der Gebietskörperschaften noch umfangreicher als bisher. Das ist, so sehen das sowohl Land als auch Kommunen übereinstimmend, ein Schritt in eine neue Phase unserer gemeinsamen Bemühungen, zu uns geflüchtete Menschen in unsere Gesellschaft aufzunehmen und sie teilhaben zu lassen. Eine dritte wichtige Änderung betrifft den Bereich der Unterbringung. Auch hier wollen wir die Kommunen weiter unterstützen. Unser neues Gesetz sieht deshalb eine Satzungsermächtigung vor, die den Kommunen viel Flexibilität bei der Ausführung der Unterbringungsaufgabe ermöglicht. So können sie passgenau auf die durchaus sehr unterschiedliche Situation vor Ort reagieren. Unser Änderungsgesetz regelt außerdem, dass die Unterbringung in einer kommunalen Unterkunft mit bestandskräftiger Zuerkennung eines Aufenthaltsrechts endet. Und so wird nochmals verdeutlicht, dass Personen, die hier schutzberechtigt sind, nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben sollen, sondern unser Ziel ihre rasche Integration ist. Das Nutzungsverhältnis kann aber vorübergehend verlängert werden, wenn und solange kein zumutbarer Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung steht. In diesem Gesetz stellen wir überdies klar, dass Landkreise und kreisangehörige Gemeinden zusammenzuwirken haben, um drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.
beispielsweise wenn das Nutzungsverhältnis beendet wird, weil ein Schutzstatus anerkannt wurde. Meine Damen und Herren, geflüchtete Menschen aufzunehmen und unterzubringen, das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Wir haben gerade in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam viel dazugelernt. Deshalb wollen Land und Kommunen sich dieser Aufgabe auch weiter gemeinsam verantwortlich stellen. Dieses neue Landesaufnahmegesetz leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Daher bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Und für die Vorstellung des Entschließungsantrags gebe ich für die SPD Frank-Thilo Becher das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gelebte Humanität steht im Mittelpunkt hessischer Asyl- und Flüchtlingspolitik. So beschreibt es das schwarz-grüne Koalitionsvertrag. Das ist die selbst auferlegte Messlatte zur Beurteilung dessen, was die Regierung in der Flüchtlingspolitik tut oder auch unterlässt. Und damit ist es auch die Messlatte für die Stärken und Schwächen dieser Gesetzesvorlage und für das, was nachher in der Vorlage von uns noch einmal dazukommt. Und es wird sehr schnell deutlich werden, dass es hier Gesprächsbedarf gibt. Sie haben, Herr Minister, den Beteiligungsprozess gerade gelobt. Aber es muss doch auch ein bisschen verwundern, dass Sie ausgerechnet die, die Sie als Experten und Expertinnen, als Praktiker sozusagen in Sachen, ich sage jetzt mal Humanität und Schutz, mit angefragt haben, nämlich die freie Wohlfahrtspflege, dass Sie die mit Ihrer Änderung, Zitat, fassungslos machen. Es wiederholt sich nämlich genau das, was 2017 schon der Fall war, dass die Vorbringungen der Wohlfahrtspflege weitgehend unberücksichtigt geblieben sind bzw. erklärungslos zurückgewiesen werden. Das Verfahren, finde ich, kann man sich in dieser Form einfach sparen. Dann verhandelt man mit den Kommunalen Spitzenverbänden einen finanziell gangbaren Weg. Das ist okay und gut ist's. Die Expertise der Wohlfahrtspflege als Feigenblatt einzuholen, weil man sich Humanität und Schutz in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, das finde ich, ist zu wenig. Sie werden heute immer wieder darauf verweisen, dass diese Vorlage mit den Spitzenverbänden gut abgestimmt ist und deren Zustimmung findet. Und Sie haben das ja auch ein Stück weit erklärt. Das finde ich auch nachvollziehbar. Dringend progressive Erhöhungen der großen Pauschale wurden verabredet. Das ist wichtig für die Kommunen, das Integrationsgeld von 3.000 €. Ich glaube, das ist eine schlaue Vereinfachung. Das sind positive Bewertungen, die sich daraus ergeben. Und das ist ja auch eine berechtigte Perspektive. Die Gebietskörperschaften müssen die finanziellen und organisatorischen Konsequenzen mit dem Land als Auftraggeber gut ausverhandeln. Und mehr war eben auch nicht drin. Wie es von der kommunalen Ebene zu hören ist, so entsteht Zustimmung zu einem Verhandlungsergebnis, ist erst einmal okay. Aber damit, meine Damen und Herren, ist noch lange nicht entschieden, ob die Landesregierung die selbst auferlegte Messlatte für eine humane Flüchtlings- und Asylpolitik reißt oder nicht. Und dazu haben wir dann doch noch einmal Gesprächs- und Erklärungsbedarf, den ich an 3 kurzen Beispielen verdeutlichen möchte aus einer größeren Fülle. Erstes Stichwort Mindeststandards. Mindeststandards hinsichtlich personeller, sächlicher, räumlicher Ausstattung in Bezug auf professionelle sozialpädagogische Standards, wie sie gefordert worden sind, werden in der Gesetzesbegründung mit dem Satz bedacht, die Normierung von Mindeststandards betreffend die Unterkunft wurde für nicht notwendig erachtet. Das nenne ich einmal eine Begründung. Um es deutlich zu sagen, wir sprechen hier von dem, was in allen anderen Bereichen sozialer Arbeit eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Wir lassen mit Mindeststandards arbeiten, wo Menschen sozial betreut, begleitet, untergebracht sind. Ich finde, das Land kann sich an dieser Stelle nicht aus der Verantwortung stehlen, so etwas zu definieren. Andere Länder tun das auch. Brandenburg, Sachsen, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, die machen das jedenfalls anders. Es gibt eine Unterbringungsgebührenverordnung, die ja hoffentlich irgendwann einmal mit Sinn und Verstand aufgestellt worden ist.
Und es gibt inzwischen eben die Möglichkeit, mit einer eigenen Gebührenfestlegung davon abzuweichen, um Kostendeckung zu erzielen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Ergebnis ist aber, dass die bestehende Unterbringungsgebührenverordnung faktisch keine Anwendung mehr findet. Ohne jetzt in die Details hier zu gehen und das irgendwie aufzurollen, kann man so viel festhalten. Gebühren für Spätaussiedler unterscheiden sich von denen für Flüchtlinge. Es gibt sehr unterschiedliche Gebühren für sehr vergleichbare Standards. Es existieren sehr unterschiedliche Praktiken in der Staffelung der Gebühren für Familien. Das mag bei Abrechnung nach SGB alles gar nicht so auffallen. Für die Selbstzahler bei den Flüchtlingen macht das einen großen Unterschied. Und ich finde, das sollten wir uns zusammen noch einmal anschauen. Passgenau muss man hier noch einmal angucken, für wen das dann wirklich passgenau ist. Hier müssen wir reden. Und der letzte Punkt, bei den Auflösungsregelungen wird man den Blick auf dieses fristlose Beendigung noch einmal werfen müssen und was wichtige Gründe für eine fristlose Beendigung im Einzelnen sind. Denn Humanität kann in unserem Rechtsstaat immer nur etwas auch mit Beachtung von Grundrechten zu tun haben. Und dazu gehört auch Verhältnismäßigkeit und Beschwerdemöglichkeit. Das, glaube ich, müssen wir hier noch einmal in den Blick nehmen. Wir wollen das gerne mit Ihnen noch einmal besprechen. Ich will es bei diesen drei Beispielen bewenden lassen. Sie mögen reichen, um deutlich zu machen, dass die Verantwortung des Hessischen Sozialministeriums jedenfalls weiter reicht, als die finanzielle Ausstattung zu gewährleisten. Humanität der Flüchtlingspolitik muss sich auch im Detail bewähren. Aber aus der Verantwortung gehen und auch wegdelegieren und hoffen, dass es nicht so auffällt, ist ein Muster, das sich auch an einer anderen Stelle zeigt. Und damit komme ich zu dem anderen Punkt. Verantwortung für ein eigenes Landesaufnahmeprogramm wurde bis heute von Ihnen nicht übernommen. Und deshalb ist unser Antrag zur Landesaufnahme passgenau in dieser Debatte. Über die Unterbringung von Flüchtlingen muss man nur sprechen, wenn Flüchtlinge kommen. Und die Ankündigung eines Landesaufnahmeprogramms gehört auch ein bisschen zu dem, was so in Vollmundigkeit im Koalitionsvertrag steht. Vor kurzem kam die Mitteilung, dass man bereit sei, 100 jugendliche Flüchtlinge aus Griechenland im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms, so nenne ich es jetzt mal, nach Hessen zu holen. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung, über die habe ich mich wirklich sehr gefreut. Getrübt wird diese Freude von Ihrem letzten Satz in der Pressemitteilung. Nun ist die Bundesregierung am Zug. Ja, genau. Clever, das ist ganz clever. Wissend um die komplexe europäische Debatte, wissend um die Zögerlichkeit der CDU in Berlin, hier forsch voranzugehen, ja, meint man, man könne jetzt einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, solange die 100 Jugendlichen hier nicht vorbeikommen, solange die nicht vorbeikommen, müssen wir sie auch nicht aufnehmen. Ja? Becher, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Wagner zu. Ich sehe, meine Zeit ist zu knapp. Sie haben prüfen lassen, ob eine Aufnahme von Menschen aus den griechischen Lagern im Rahmen eines Landesaufnahmeprogramms möglich ist und sind zu einer rechtlichen Bewertung gekommen, dass das nicht geht. Darüber kann man streiten, aber ich will das gar nicht tun. Das ist eine Einschätzung, dass das an dieser Stelle nicht funktioniert. Aber jetzt komme ich zur nächsten Frage. Warum starten Sie kein Landesaufnahmeprogramm in dem Rahmen, der Ihnen möglich ist? Warum starten Sie keins nach § 25 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes? Sie wollten ausdrücklich, so sagen Sie es, Programme anderer Länder zur Orientierung nehmen. Beraten Sie sich mit Schleswig-Holstein. Die sind in enger Abstimmung mit der Bundesregierung, dem BAMF und dem UNHCR nach Ägypten und Äthiopien gefahren, haben 500 Frauen und Kinder als besonders gefährdete Gruppe ausgemacht, ins Land geholt, so wie das derzeit nämlich zu haben ist in einem Landesaufnahmeprogramm. Es einfach nur hinzuschreiben und zu warten, ist Feigenblattpolitik. Herr Fischer, Sie hatten schon erkannt, Ihre Zeit ist knapp. Ja, dann mache ich auch den letzten Satz. Und vielleicht kommt da dann doch zum Ausdruck das andere Wortpaar Ihres Koalitionsvertrags. Ihre Politik spielt zwischen Humanität und Ordnung. Vielleicht ist sie doch ein bisschen sehr auf die Seite der Ordnung gefallen, statt dass man an der Stelle der Humanität jetzt mal mutig voranschreitet. Ich würde gerne die Debatte zu diesem Gesetz führen und ein bisschen um mehr Humanität noch werben. Ich glaube, wir können das mit einem fachlichen Gespräch gut auf den Weg bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Becher. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Talamburcu gemeldet. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Becher, über das Landesaufnahmeprogramm haben wir ja die Möglichkeit, morgen darüber zu sprechen. Aber einen Satz möchte ich
trotzdem vorweggreifen vor der Debatte und hier einführen, weil es mir schon auf dem Herzen liegt. Nicht der Bund ist gefordert, weil wir den Ball Richtung Bund schieben möchten, weil es die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Das sollten wir schon festhalten an dieser Stelle. Aber wir haben heute hier die Möglichkeit, über ein Landesaufnahmegesetz zu sprechen. Und wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir doch das Grundlegende erst einmal festhalten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir alle wissen nämlich, oder besser gesagt, wir alle sollten wissen, dass gerade in den letzten Jahren viele Menschen auf dieser Welt ihre Heimat verlassen mussten und sich auf der Flucht vor Krieg, vor Gewalt, vor Hunger, vor Menschenrechtsverletzungen, aber auch vor den Folgen des Klimawandels befinden. Und eins müssen wir immer an dieser Stelle bedenken, liebe Kolleginnen und Kollegen, niemand auf dieser Welt verlässt seine Heimat freiwillig. Und viele von diesen Schutzsuchenden befinden sich in der jeweiligen Region. Manche schaffen es nach Europa. Und einige dieser Menschen kommen und kamen zu uns nach Deutschland und haben auch in unserem Bundesland Zuflucht erhalten. Sie wurden und werden nach wie vor vorbildlich versorgt, untergebracht und betreut. Und in den allermeisten Fällen wurden und werden diese Menschen heimisch. Sie identifizieren sich mit ihrer neuen Heimat. Sie fühlen sich wohl in ihren neuen Wohnorten. Sie gehen zur Schule, sie gehen einer beruflichen Tätigkeit nach, sie machen eine Ausbildung oder absolvieren ein Studium. Und kurz gesagt, Tag für Tag, verehrte Kolleginnen und Kollegen, integrieren sich in unserem Land viele Menschen Stück für Stück. Und das können und das sollten wir erst einmal festhalten, wenn wir über ein Aufnahmegesetz sprechen. Und gerade weil diese Erfolgsgeschichten manchmal nicht mehr so ganz wahrgenommen werden, wie es noch vor kurzem war, gerade weil so viele Menschen in unserem Land daran nach wie vor mit vollem Eifer mitwirken, sollten wir das Grundlegende immer erwähnen, wenn es um die konsequente Verbesserung der Aufnahme von Geflüchteten geht. Dass dies alles möglich ist, hat drei Gründe. Zum einen die Migrantinnen und Migranten bzw. die Schutzsuchenden selbst. Wer sich nur ein wenig zurück an die Vor-Corona-Zeit erinnert, kann sich daran erinnern, an die vielen Besuchergruppen erinnern, bestehend aus Geflüchteten. Und vor allem mit welch einer Begeisterung und welch einer Neugier sie sich für unsere Demokratie und unser parlamentarisches System interessieren. Und eben diesen Einsatz und diese Bemühungen spürt man von ihnen an anderer Stelle in unterschiedlichen Bereichen in Hessen, ob in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. In den allermeisten Fällen fühlt man ihre Anstrengungen und auch ihre Dankbarkeit auf die Möglichkeit, ihr Leben bei uns in Frieden, Sicherheit und Menschenwürde fortsetzen zu können. Der zweite Grund für diesen Erfolg ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass diese Landesregierung bereits seit einigen Jahren viel Geld in die Hand genommen hat und viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Und so Hand in Hand mit den Kommunen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden und Ministerien ordentliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration gesetzt hat. Ob die umfangreiche Wir-Programme, ob niedrigschwellige und alltagsnahe Sprachkurse, ob Arbeitsmarktprogramme wie Wirtschaft integriert oder Sozialwirtschaft integriert oder auch die unabhängige Rechtsberatung für Geflüchtete in den Erstaufnahmeeinrichtungen, für die im Übrigen nun 250.000 € pro Jahr zur Verfügung steht und die Asylsuchende unabhängig von ihrem Status in Anspruch nehmen können. Das alles, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sind Beispiele für eine humane und gute Flüchtlingspolitik bei uns in Hessen. Und unter diesen Schritten fallen jetzt nun auch die Änderungen oder besser gesagt Verbesserungen in dem Gesetzentwurf. Aber bevor ich jetzt hier ins Detail einsteige, möchte ich noch den dritten Grund bzw. die dritte Gruppe nennen, nämlich die Tausenden größtenteils ehrenamtlich engagierten Menschen in unserem Land, die Tag für Tag mit und für Geflüchtete arbeiten und ihnen helfen. Gerade durch ihre Hilfe können Schutzsuchende ihren Alltag gut meistern. Und vor allem fühlen sie sich gerade durch sie bei uns willkommen. Daher möchte ich hier an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, um Ihnen aufrichtig unseren Dank auszusprechen. Meine Damen, meine Herren, auch im Kreis Offenbach gibt es Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer. Und es ist gerade einmal einige Monate her, dass Sie Helferinnen und Helfer verschiedene Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen zu einem Fachgespräch eingeladen haben. Mit mir gemeinsam waren Frau Alex von der SPD-Fraktion und Frau Sömmes von der Linken-Fraktion dort. Und wir haben gemeinsam anhand von Einzelfällen verdeutlicht bekommen, was auch bereits in manchen Berichterstattungen der Presse zu entnehmen war.
nämlich dass in vereinzelten Fällen, also dann, wenn Geflüchtete ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, aber trotzdem weiter in den Gemeinschaftsunterkünften leben bzw. leben müssen, in einigen Kreisen hohe Gebühren zu zahlen haben und dann und diese dann auch manchmal unverhältnismäßig hoch sein können. Und das, obwohl die Gebühren die tatsächlichen mit der Unterbringung verbundenen Kosten nicht überschreiten. Die Kollegen Alex und Sömmers wissen auch ganz sicher noch aus dem Gespräch, dass hier das Problem vor allem darin bestand, dass die Möglichkeit, in den einzelnen Fällen einen Härtefall anzuwenden, also die Gebühr auf ein verhältnismäßiges Maß zu ermäßigen, nicht möglich war, weil eben in den kommunalen Satzungsgebühren diese Möglichkeit nicht vorhanden war. Für mich ist deshalb eines der wichtigen Änderungen in dieser Novellierung, dass wir die Kommunen zu Härtefallregelungen in ihren Gebührensatzungen verpflichten. Somit können in den jeweiligen Fällen die Behörden vor Ort in Zukunft in ganz Hessen Härtefallregelungen anwenden, damit die erhobenen Gebühren nicht zu belasten für die berufstätigen Geflüchteten sind und sie dafür, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, nicht mit zu hohen Wohnkosten bestraft werden. Liebe Landesregierung, lieber Herr Staatsminister Klose, vielen Dank, dass Sie dieses Instrument in dem Gesetzentwurf eingebaut haben. Sie wird in Zukunft sicherlich den betroffenen Menschen sehr zugutekommen. Aber auch die anderen Änderungen in diesem Entwurf, wir haben es ja gehört, halten wir für richtig und wichtig, beispielsweise die schrittweise Erhöhung der großen Pauschalen für die Kommunen und die weiterhin hier vorbildliche Aufteilung in drei unterschiedliche Kategorien oder die Ersetzung der kleinen Pauschale durch ein vereinfachtes Integrationsgeld, wobei es hier auf einen Leistungsbezug nicht mehr ankommt und so das Geld einem größeren Personenkreis gewährt werden kann. Ebenfalls begrüßen wir, dass die Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden zur Vermeidung drohender Obdachlosigkeit zusammenwirken sollen. Wir sind überzeugt, dass auch diese Änderungen einen Beitrag zum erfolgreichen Kurs Hessens in der Flüchtlingspolitik leisten werden. Und wir hoffen, dass die vielen Erfolgsgeschichten in diesem Bereich der Integration der Geflüchteten, der Tag für Tag stattfindet, auch weiterhin fortgesetzt werden kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Burcu. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion kommt jetzt Herr Tippi. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Menschenrechte und gelebte Humanität sind wichtige Elemente der hessischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Das ist fest im Koalitionsvertrag der CDU und von Bündnis 90 die Grünen verankert. Als Land Hessen haben wir in den vergangenen Jahren einen Kraftakt geleistet, um Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen Schutz und aber auch eine Lebensperspektive zu bieten. Die Unterbringung war dabei eine große Herausforderung, die vor allem in den Städten und Kommunen vor Ort geleistet wurde und wird. Das ist uns, wie ich finde, gemeinsam mit den Kommunen gut gelungen. Dafür meinen herzlichen Dank. Wir wollen sicherstellen, dass Flüchtlinge auch künftig eine menschenwürdige Unterkunft finden und setzen uns dafür ein, dass das Recht auf Asyl transparent und fair umgesetzt wird. Uns freut es daher sehr, dass die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände in umfangreichen Gesprächen einvernehmliche Regelungen bezüglich der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes gefunden haben, die in dem ihnen vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt werden. Die Novellierung des Landesaufnahmegesetzes schafft wichtige Planungssicherheit für Land und Kommunen und sorgt für eine faire Aufgaben- und aber vor allem Kostenteilung, meine Damen und Herren. Eine entscheidende Änderung, auf die ich kurz eingehen möchte, ist bei der großen Pauschale zu verzeichnen. So sind wir der Forderung der Kommunen nach höheren Pauschalen auch nachgekommen. Demnach wird die große Pauschale, die weiterhin in drei regionale Gruppen unterteilt bleibt, nun jährlich ab dem Jahr 2022 angehoben und bis 2027 festgeschrieben. Herr Minister hat es ja einige Details schon bereits erzählt. Im Jahr 2027 wird sich dann die Pauschale von aktuell 1.050 €
auf 1.148 € für die Städte Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden erhöht haben. Für Kassel und die Landkreise in Hessen sowie im Rhein-Main-Gebiet werden sie von aktuell 940 € auf 1.028 € und für die Landkreise in Nord-, Mittel- und Osthessen von aktuell 865 € auf 946 € erhöht. Insgesamt wird die Landesregierung demnach zusätzlich 85 Millionen € in die Aufnahme investieren, meine Damen und Herren. Eine weitere Neuerung ist das Integrationsgeld in Höhe einer einmaligen Auszahlung von 3.000 €, das bei Neufällen die kleine Pauschale ersetzen wird, so wie die Landkreise und Gemeinden zur Unterstützung der sozialen Betreuung und Integration der anerkannten Flüchtlinge erhalten. Mit der Einführung der Regelung bezüglich eines einmaligen Integrationsgeldes für Neu- und Altfälle geht eine Verwaltungsvereinfachung bei der Aufnahme anerkannter Flüchtlinge einher, meine Damen und Herren. Zudem ist ein Leistungsbesuch nach SGB II und SGB XII künftig nicht mehr notwendig, sodass das Integrationsgeld im Vergleich zur kleinen Pauschale einem größeren Personenkreis gewährt wird. Damit setzt die Landesregierung ein klares Zeichen, um die Gebietskörperschaften noch umfangreicher zu unterstützen, sowohl bei sozialer Betreuung, vor allem aber bei der wichtigen Aufgabe der Integration anerkannter Flüchtlinge. Es wurde außerdem vereinbart, dass zur Unterstützung der Gebietskörperschaften eine umfassende Satzungsermächtigung im Bereich Unterbringung aufgenommen wird. Die neu gestaltete Ermächtigung bietet den Kommunen die Möglichkeit, eigenständig Näheres über die Ausgestaltung der Nutzungsverhältnisse der Gemeinschaftsunterkünfte, aber auch die Beendigung deren Nutzung sowie zu den zu entrichteten Gebühren zu regeln. Wichtig ist mir hierbei zu betonen, dass die Satzung auch Regelungen zur Gebührenermäßigung und somit sogenannte Härtefallregelungen enthalten soll. Es wird auch die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, zur Vermeidung drohender Obdachlosigkeit Personen mit einer aufenthaltsrechtlichen Anerkennung noch vorübergehend in der Unterkunft wohnen zu lassen. Ferner wird klargestellt, dass Landkreise und kreisangehörige Gemeinden bei Auszug einer Person zur Vermeidung drohender Obdachlosigkeit zusammenwirken sollen. Sehr geehrte Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich noch einmal verdeutlichen, dass mit diesem Gesetzentwurf die Gebietskörperschaften in vielfältiger Weise Unterstützung erhalten. Erstens durch Klarstellung, was die Unterbringungsinstitution vor Ort betrifft. Zweitens in finanzieller Hinsicht durch die Erhöhung der Pauschalbeträge. Drittens durch Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung und viertens durch das neue Integrationsgeld, das bei der sozialen Betreuung und Integration unterstützen soll. Es ist wichtig, dass wir die Herausforderung der Unterbringung auch weiterhin gemeinschaftlich anpacken und angehen, meine Damen und Herren. Das machen wir mit diesem Gesetzentwurf deutlich, und das sehen auch die kommunalen Spitzenverbände so. Beispielsweise betonte der Präsident des Hessischen Städtetags, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, wie wichtig es sei, dass Land und Kommunen bezüglich der Finanzierung der Aufnahme und Unterbringung einig seien und dass man auch die Finanzierung der Integration nicht aus den Augen verliere. Auch die hessischen Landkreise begrüßen insbesondere die vereinbarte jährliche Anhebung. Meine Damen und Herren, es gibt offensichtlich Interessanteres im Raum als die Rede von Herrn Tippi. Ich bitte diejenigen, die das so sehen, ihre Gespräche vor den Türen weiterzuführen. Herr Tippi, Sie haben wieder das Wort. Herr Präsident, auch die hessischen Landkreise begrüßen insbesondere die vereinbarte jährliche Anhebung der Pauschalen und die mit der Auszahlung eines einmaligen Integrationsgeldes einhergehende Verwaltungsvereinfachung. Zu guter Letzt möchte ich noch Bürgermeister Dr. Thomas Stör, Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, zitieren. Die Einigung
berücksichtigt, dass Städte, Gemeinden und Landkreise die Aufgaben im Zusammenhang mit Unterbringung Geflüchteter nur gemeinsam lösen können. Der Zusammenhalt des Landes und der Kommunenebene bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist besonders wichtig, meine Damen und Herren. Die Landesregierung greift mit diesem Gesetzentwurf den Kommunen unter die Arme. Deswegen bitte ich Sie, diesen Gesetzentwurf zu unterstützen. Abschließend möchte ich zumindest noch ganz kurz auf den Anschließungsantrag der SPD eingehen, der hier mitberaten wird. Wie Sie selber richtig feststellen, lieber Herr Kollege Rudolph, ist ein entsprechender Passus, dass wir ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität auflegen wollen, im Koalitionsvertrag verankert. Sie können also versichert sein, dass wir diesen selbstverständlich auch nachkommen werden. Und hier möchte ich noch einmal bei allen Menschen, bei allen helfenden Händen herzlich bedanken, die gerade in diesen schwierigen Zeiten für die hilfesuchenden Menschen da sind, ja, Barmherzigkeit zeigen, Nächstenliebe zeigen. Vielen herzlichen Dank dafür und ja, auch für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Tipi. Für die Linken hat sich Frau Sadek-Sönmez gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor dem Landtag demonstrieren gerade Menschen, weil sie wollen, dass Hessen endlich etwas tut für die Menschen in den Flüchtlingslagern an den Außengrenzen Europas, weil sie wollen, dass Hessen endlich das versprochene Landesaufnahmeprogramm umsetzt und Worten auch Taten folgen lässt, meine Damen und Herren. Wir LINKE stehen voll und ganz hinter diesen Forderungen, das ist ja bekannt. Wir hatten ja bereits im letzten Jahr ebenfalls einen Antrag zu diesem Thema eingebracht. Aber da wir das Landesaufnahmeprogramm ja auch morgen noch einmal ausführlich diskutieren werden, werde ich mich im Folgenden auf das Landesaufnahmegesetz beschränken. Ja, nun zu dem hochbejubelten Landesaufnahmegesetz. Ich meine, die letzte Änderung des Landesaufnahmegesetzes hatte ja schon zur Folge, dass Flüchtlinge horrende Summen für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zahlen mussten. Flüchtlinge, die eigentlich nach ihrer Anerkennung berechtigt wären, in eine eigene Wohnung zu ziehen, haben aber oftmals keine gefunden und mussten eben in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen bleiben, meine Damen und Herren. Sie mussten dort wohnen bleiben. Es war nicht so, dass sie da nicht ausziehen wollten, sondern sie mussten dort bleiben, weil sie keine Wohnung gefunden haben. Die Kommunen wurden berechtigt, dann auch noch per Satzung festzulegen, dass die Betroffenen die Kosten für die Unterbringung selbst zahlen müssen. Ich meine, es ist natürlich in Ordnung, wenn Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt vollständig selbst bestreiten, für ihre Unterbringung auch selbst aufkommen. Allerdings müssen diese Kosten eben auch verhältnismäßig sein, meine Damen und Herren. Und das war es in den meisten Fällen bzw. in allen Fällen nicht. Und da liegt eben das Problem, und da muss eben Abhilfe geschaffen werden. So hat beispielsweise ein junger Afghane, und das sind keine Einzelfälle, in Kriftel 381 € für eine Unterkunft in einem 20 Quadratmeter großen Wohnwagen zahlen müssen, den er sich auch noch mit einem anderen Flüchtling teilen musste. Und solche Fälle, Herr Bojo, das sind keine Einzelfälle, wie Sie vorhin so dargestellt haben. Das wurde uns in Offenbach übrigens auch nicht gesagt, dass es in vereinzelten Fällen vorkommt. Ich meine, vereinzelt vorkommt, heißt so viel wie Einzelfälle. Also, ich meine, da können wir uns natürlich jetzt auch drüber streiten und Wortspielchen machen. Es ist eben nicht so, dass es in vereinzelten Fällen vorkommt, sondern dass es gang und gäbe ist, dass Quadratmeterpreise bis zu 40 € eben keine Seltenheit sind. Und das kann nicht sein. Die Betroffenen können eben nichts. Die Betroffenen können eben nichts für die schlechten Verträge, die die Gemeinden abgeschlossen haben, müssen aber darunter leiden, weil die Kosten auf sie abgewälzt werden. Und diese Praxis, die ist unhaltbar, aber an der wollen Sie, so wie es aussieht, weiterhin festhalten. Ich meine,
Wir haben nicht nur das Gespräch in Offenbach geführt. Wir alle haben auch diesbezüglich viele Briefe und Schreiben erhalten, die eben diese Fälle von Ungerechtigkeit dargestellt haben, dass eben Menschen trotz Vollzeitarbeitsverhältnisse wegen dieser hohen Gebühren eben kaum noch Geld hatten am Monatsende. Das wurde uns nicht nur in Offenbach mitgeteilt, sondern viele, viele Briefe, E-Mails haben uns erreicht, die diese Situation eben schildern. Und diese Praxis, meine Damen und Herren, die ist eben mitnichten förderlich für die Integration dieser Menschen, weder in die Gesellschaft, wie Sie es hier behaupten, noch in die Arbeitswelt. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, diese Praxis ist eben integrationsfeindlich. Jetzt müsste man ja eigentlich meinen, Sie hätten es verstanden, die Landesregierung hätte das verstanden, aber nein, das hat sie typischerweise nicht. Nämlich durch ihr hier bejubeltes und vorgelegtes Gesetz wird die Situation für die Betroffenen nicht verbessert, sondern eigentlich sogar verschlechtert. Sie sagen zwar in Ihrem Gesetzentwurf, dass die Gebietskörperschaften nun in ihren Satzungen zu regeln haben, unter welchen Voraussetzungen es Gebührenermäßigungen für Härtefälle gibt. Allerdings definieren Sie keinerlei einheitliche Regelung. Sie legen nicht fest, für wen es gelten soll. Sie legen nicht fest, ob das jetzt von der Unterkunft abhängig gemacht werden soll und so weiter. Und auf diese Weise, meine Damen und Herren, ändern Sie an dieser Situation eigentlich nichts. Und das wissen Sie selber auch ganz genau. Ich meine, man könnte diese unfairen Handhabungen mit diesen hohen Gebühren eigentlich verhindern. Sie könnten beispielsweise ja regeln, dass Selbstzahlerinnen landesweit eben maximal die nach der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung geltenden Pauschalen zahlen müssen. Das machen Sie aber nicht, weil nach dieser Unterbringungsgebührenverordnung würde die Gebühr für Einzelpersonen 194 €, für Zwei-Personen-Haushalte 255 und so weiter eben gestaffelt betragen. Das ist aber angesichts der Qualität der Unterkünfte eigentlich immer noch zu viel, aber wäre zumindest einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Und viel, viel wichtiger wäre es natürlich, dass Sie da ein bisschen mehr Kraft reinstecken, dass die Menschen endlich aus den Unterkünften ausziehen können, weil ich habe es gesagt, sie wohnen nicht freiwillig in diesen Gemeinschaftsunterkünften. Dass die Betroffenen überhaupt in dieser Situation liegt ja am Versagen der Landesregierung und eben in ihrer Wohnungspolitik. Es gibt immer weniger Sozialwohnungen, und Flüchtlinge sind darüber hinaus vor bürokratische Hürden gestellt und nicht selten Vorurteilen und Rassismus bei der Wohnungssuche eben ausgesetzt. Sorgen Sie also für bezahlbaren Wohnraum, dann könnte auch die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zumindest etwas eingedämmt werden. Aber ich hatte ja gesagt, das Änderungsgesetz ist nicht besser, sondern sogar schlechter, z. B. eben die hochbejubelte Neuregelung zur Beendigung des Nutzungsverhältnisses. Nach ihrer Neuregelung kann fristlos aus einer Gemeinschaftsunterkunft rausgeworfen werden, wer beispielsweise mehrmals gegen die Hausordnung verstößt, also z. B. nach 22 Uhr laut ist. Auch andere Gründe können zum Rauswurf führen. Sie benennen diese aber nicht abschließend. Und das ist unbestimmt und führt zur Willkür. Wer also bei der Leitung der Unterkunft z.B. in Ungnade fällt, der hat Pech gehabt. Und das geht eben auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist keine gute Praxis für diese Menschen. Es könnte z.B. für Konflikte zwischen Bewohnerinnen und Angestellten in Gemeinschaftsunterkünften externe Ansprechpartnerinnen geben, wie Mediatoren oder unabhängige Beschwerdestellen. Das würde übrigens auch die Arbeit der Angestellten erleichtern und denen zugutekommen. So etwas regelt Ihr Gesetzentwurf aber auch nicht. Und empörend ist eben nicht nur, was es regelt, sondern was es nicht regelt. Denn auch in diesem Gesetzentwurf sind keine Mindeststandards zur Unterbringung und keine Gewaltenschutzstandards vorgesehen, meine Damen und Herren. Seit Jahren werden Sie aber in Stellungnahmen, in Anhörungen darauf hingewiesen, dass das wichtig wäre, dass auch Hessen solche Standards festlegen würde. Das wird aber weiterhin konsequent ignoriert. Und dann passieren eben solche Sachen wie in Frankfurt, Bonames, dass Flüchtlinge in von Schimmel befallenen Gebäuden leben müssen. Und die Landesregierung, die kann sich hier nicht wegducken, meine Damen und Herren. Sie tragen schließlich Verantwortung für diese Menschen. Also, Sie sehen, es gibt noch viel, viel Entwicklungspotenzial in Ihrem Gesetz.
Ich denke, das wird Ihnen aber auch noch einmal von den Ehrenamtlern in den Anhörungen gesagt. Vielleicht nehmen Sie ja jetzt ausnahmsweise mal ernst und leisten dem Folge, was Sie empfohlen bekommen von den Ehrenamtlern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Sönmez. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Pürsün gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Verwunderung haben wir Teile des vorliegenden Gesetzentwurfs Landesaufnahmegesetz zur Kenntnis genommen. Aber ich widme mich jetzt erst einmal den Positiven in diesem Gesetzentwurf, weil das geht relativ schnell. Gut ist, dass die Erstattung von Aufwendungen angepasst wird und man den Kommunen so etwas entgegenkommt. Weiterhin ist gut § 5 im Gesetzentwurf. Der regelt nämlich, dass das Nutzungsverhältnis beendet werden kann, wenn schwerwiegend oder wiederholt gegen die Hausordnung verstoßen wird. Das ist sehr wichtig, weil viele Menschen auf engem Raum leben und Einzelne das Zusammenleben erschweren oder unmöglich machen. Das dürfen wir nicht dulden, und das muss Konsequenzen haben. Denn diese Verantwortung haben wir für alle Bewohner. Neu ist dabei, dass nun nicht mehr nur die umfasst sind, die ohnehin nicht verpflichtet sind, untergebracht zu werden, sondern alle Bewohner. Das war es auch schon an Positivem. Was wir im Gesetzentwurf nicht nachvollziehen können, ist das Thema der Gebühren für die Unterkunft. In der Vergangenheit gab es dabei folgendes Problem. Die Landkreise und Gemeinden konnten per Satzung die zu erhebenden Gebühren für die Unterbringung festlegen. Das führte dann bisher dazu, dass sich beispielsweise in Frankfurt 710 € für 6 bis 9 Quadratmeter ergeben. 710 € für 6 bis 9 Quadratmeter. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Keine Reaktion bei den Grünen. Zugegebenermaßen liegen die Gebühren für solche Unterkünfte im ländlichen Raum bei nur 300 bis 400 €. Das Beispiel der Kollegin Sönmez war ja noch sehr moderat, muss man da sagen. Aber auch das ist eine ganze Menge. Rechnen Sie das einmal auf den Quadratmeter herunter. Aber es wird nun einfach so hingenommen. Diese Gebühren sollen maximal kostendeckend sein. Also Frankfurt ist bekanntermaßen teuer, aber in Konsequenz 710 €. Sind das Zustände, die CDU und Grüne in Ordnung finden? Keine Reaktion. Dazu müssen Sie sich hier äußern. Sie haben es nicht. Und meine Damen und Herren, ich garantiere Ihnen, das sind nicht die schönsten Unterkünfte. Im Gegenteil, häufig ist es so, je schwieriger die Wohnbedingungen, desto höher der Preis. Nun regeln diese Satzungen auch in der Regel, dass arbeitende Geflüchtete an den Kosten beteiligt werden, was natürlich vollkommen richtig ist. Es bedarf aber nicht viel Fantasie, um darauf zu kommen, dass hier am Ende der Rechnung steht, Arbeiten lohnt sich nicht. Jedenfalls nicht ökonomisch. Ist das gerecht? Wir finden das sehr ungerecht. Folglich sitzen alle auf engstem Raum aufeinander, den ganzen Tag und jeden Tag. Da sind Konflikte vorprogrammiert, eine problematische Enge in Corona-Zeiten umso mehr. Nun sollen nach dem neuen § 5a die Satzungen der Gemeinden eine Härtefallklausel enthalten. Eine Härtefallklausel, die regelt, unter welchen Voraussetzungen die Gebühren erlassen werden können, also teilweise erlassen. Wir gehen aber davon aus, dass das alleine das Problem nicht lösen wird. Das Problem, dass der Anreiz zum Arbeiten entfällt, wenn man am Ende schlechter dasteht als der Zimmernachbar, der nicht arbeitet und auch nicht zahlt. Härtefallregelungen gibt es teilweise jetzt schon. Von daher können wir den Optimismus des Kollegen Bucu da nicht teilen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Kollege Tippi diesen Punkt auch gar nicht angesprochen. Es gibt jetzt schon eine Härtefallregelung in der Stadt Frankfurt. Trotzdem 710 € für 6 bis 9
Quadratmeter. Also auch wenn die Grünen da jetzt keine Reaktion zeigen, ich könnte mir vorstellen, dass auch Sie der Meinung sind, dass das zu viel ist. Und ich wüsste jetzt auch mal gerne, ob die Grünen jetzt sagen wollen, dass Arbeiten ein Härtefall ist oder dass das Beteiligen an den Kosten der Unterkunft ein Härtefall ist. Das kann es ja wohl nicht sein. Also Härtefall kann ja nur sein, dass die Kosten der Unterkunft viel zu hoch sind. Also brauchen wir da eine Regelung, und da geben Sie keine Antwort drauf. Was ist das für ein Verständnis von Integration? Es muss doch unser Ziel sein, die Menschen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Nur so können doch positive und häufige Berührungspunkte mit unseren Werten und unserer Kultur entstehen. Wie sollen sich diese Menschen integrieren, wenn sie dafür keinen Raum geboten bekommen? Keinen Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Die, die arbeiten gehen, sollen die Vorbilder sein in einer solchen Unterkunft. Es sollte erstrebenswert sein, zu arbeiten und sich insofern auch lohnen. Bemerkenswert ist auch aus der Begründung des Gesetzentwurfs der Satz, die Normierung von Mindeststandards betreffend die Unterkunft wurde für nicht notwendig erachtet. Für die Landesregierung und Sozialminister Klose ist ein Mindeststandard für die Unterkünfte nicht notwendig. Hört, hört. Herr Staatsminister Klose, ich hätte Sie jetzt eigentlich gern noch gebeten, hierher zu kommen und etwas dazu zu sagen. Sie haben geschickterweise ganz am Anfang gesprochen, um jetzt hier dazu nichts mehr sagen zu müssen. Wenn es nicht geschickt war, kommen Sie einfach noch einmal hierher und sagen Sie etwas dazu, weil weder Sie haben etwas dazu gesagt, noch die Grünen, noch die CDU. Kommen Sie hierher zu der Debatte, zu dem Punkt und sprechen Sie dazu. Bitte wiederholen Sie hier an diesem Punkt. Und eigentlich würde ich es auch von allen Mitgliedern der Grünen-Fraktion wünschen, dass Sie sich hierhin stellen und hier verkünden, die Normierung von Mindeststandards betreffend die Unterkunft wurde für nicht notwendig erachtet. Nicht notwendig, ja. Wahrscheinlich haben die Kollegen der Grünen das gar nicht gelesen. Vielleicht haben sie auch überlesen. Dass es Sie nicht interessiert, wäre echt spannend. Bitte herkommen und es vorlesen. In Frankfurt gibt es immer wieder viel Aufregung über einzelne ungeeignete Unterkünfte. Den Menschen in diesen Schrottimmobilien geht es gar nicht gut. Aber Sozialminister Klose und die Grünen sehen keinen Bedarf für Mindeststandards. Die Medien haben immer wieder über Schrottimmobilien berichtet. Herr Minister, Sie müssen da nicht reinrufen. Ich sage auch gleich etwas dazu. Nein, Sie haben hier reingerufen. Machen Sie sehr gerne, diese Landesregierung. Den Magistrat der Stadt habe ich für die Anmietung von Schrottimmobilien immer wieder kritisiert. Ermöglicht wird das aufgrund fehlender Mindeststandards. Ja, da haben wir den Punkt. Sie sind ja ehemaliges Mitglied des Magistrats. Das ist aber wirklich lange her. Genau, ist lange her. Ich nehme Sie auch nicht in die Verantwortung. Das machen ja häufig die Grünen. Und genau deswegen endet die Kritik nicht. Deswegen wird immer wieder kritisch darüber berichtet. Ich könnte jetzt noch einmal einen Ausflug zur AWO machen. Ich werde ja immer sehr häufig darum gebeten. Die fehlenden Mindeststandards sind Teil davon, dass die AWO dann mit Flüchtlingsunterkünften. Trotzdem, Herr Kollege, muss ich Sie an die Redezeit erinnern. Dass die AWO in diesen Skandal eintreten konnte und so die Stadt Frankfurt abgezockt hat. Deswegen werden solche Schrottimmobilien angemietet. Wir sehen, dass die Grünen dazu schweigen. Die Anhörung zum Gesetzentwurf ist schon terminiert. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Und zum Landesaufnahmeprogramm diskutieren wir dann morgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Bitte. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen tritt zum Ende dieses Jahres außer Kraft. Eine sehr große Chance, tatsächlich zu novellieren, was gerade in der derzeitigen Situation zwingend notwendig ist, um Zeichen zu setzen, sowohl humanistisch mit Flüchtlingen umzugehen, als auch die eigenen Bürger finanziell zu entlasten. Beides ist tatsächlich möglich, auch wenn bereits im Rahmen der Evaluierung die Kommunalen Spitzenverbände, Regierungspräsidien und andere in Hessen Vorschläge eingebracht haben und diese in Arbeitsgruppen diskutiert und politisch aufbereitet wurden. Die Lage, in der wir uns aktuell befinden, ist allerdings eine andere als die
von der die politischen Kräfte in unserem Land jahrelang ausgegangen sind. Die Wahrheit ist bitter. Was wir als AfD bereits zu Anfang hier im Parlament gesagt hatten und was Sie alle, meine Damen und Herren, nur belächelten, trifft Sie nur mit voller Härte. Ihre Schönwetterpolitik, bei der Sie vielen alles versprechen und dabei das Geld mit vollen Händen ausgeben, um die eigene Klientel zu bedienen, ist gnadenlos gescheitert. Unter diesem Aspekt ist sowohl dieser Gesetzentwurf zu sehen als auch der Entschließungsantrag der SPD, der einmal mehr negiert, dass wir in Hessen nur einem Bruchteil der Menschen aus anderen Ländern helfen können und somit nur ein gut durchdachter internationaler Kraftakt den Millionen Menschen helfen kann, die auf der Flucht sind. Und niemand wird zu einem besseren Menschen, wenn er einem Bruchteil dieser Menschen hilft und damit lediglich sein Gewissen freikauft, aber dabei vergisst, dass die vielen anderen weiter im Elend leben müssen. Und das, meine Damen und Herren, ist eben keine gelebte Humanität, sondern pure Heuchelei. Das alles auf Kosten der Ärmsten, der Armen. Da helfen auch wohlfeile Bezeichnungen nichts mehr, die da von sicheren Häfen fabulieren und doch auch hier nichts anderes getan wird, als vordergründig zu helfen und hintergründig völlig zu versagen. Meine Damen und Herren, mit einem Bruchteil des Geldes, welches Sie für weniger ausgeben, kann man einer Vielzahl an Flüchtlingen vor Ort helfen oder sogar verhindern, dass Menschen überhaupt flüchten müssen. Fluchtursachen zu beseitigen war einmal angedacht. Menschen an der Grenze erschießen, schauen Sie einmal in die Türkei, wer da die Mauer wirklich gebaut hat von der EU und wo wirklich geschossen wird. Das war nicht die AfD, das war die EU, die diese Mauer gebaut hat. Und Sie können das auch nachlesen. Vielleicht lesen Sie es einmal nach. Wenn Sie es nicht wissen, dann haben Sie eine Wissenslücke. Die Mauer zwischen der Türkei und Syrien ist vorhanden, die Grenzanlage. Fluchtursachen zu beseitigen war einmal angedacht, so geäußert im Jahr 2015. Und nun stehen wir hier im Jahr 2020. Und nichts ist besser geworden. Im Gegenteil, es gibt mehr Flüchtlinge als je zuvor. Und Sie von der SPD meinen immer noch, obwohl Sie Bestandteil der Bundesregierung sind, Sie könnten mit solchen populistischen Anträgen Menschen helfen. Nein, Sie tun genau das Gegenteil. Sie verschärfen die Situation immer weiter. Und das muss doch klar werden, wenn sich seit 5 Jahren nichts verändert, dass wir als Politiker in der Pflicht stehen, das große Rad zu drehen und unseren Einfluss geltend machen müssen, dass international etwas geschieht, anstatt mit hohem finanziellen Aufwand wenigen zu helfen und viele allein zu lassen. Ihre Handlungsweise widerspricht Ihrem eigenen Anspruch, und 8.000 € für jeden unbegleiteten minderjährigen Flüchtling im Monat auszugeben, ist ein Schlag ins Gesicht, wenn wir wissen, dass man mit 4 Milliarden € jährlich 6 Millionen Kinder retten könnte. Diese Zahlen machen deutlich, welchen völlig falschen Weg Sie hier einschlagen. Der Gesetzentwurf der hessischen Regierung scheint Ihnen somit allen zwingend notwendig. Schließlich muss alles geregelt und festgesetzt werden. Dies bedeutet aber auch, dass die Vertreter aller Parteien sich die dort angeführten Gelder genauer zu Gemüte führen müssen. Denn was dort in Zahlen wenig spektakulär aussieht, muss so nun einmal von Menschen in unserem Land erarbeitet werden. Und wie ich es anfangs bereits sagte, wir kommen nun in eine finanzielle Situation, in der die Nettosteuerzahler weiter ausdünnen, und ein Staat kann nicht funktionieren, wenn über 90% der Menschen von diesen direkt oder indirekt abhängig sind. Selbst wenn man das Wort Flüchtlinge in Personen umbenennt, verändert dies am Ende doch nichts an der realen Situation. Deutschland beginnt sich mit der Veränderung von Begrifflichkeiten in eine Realitätsverweigerung zu begeben, für die einzelne Menschen in unserem Land zwangseingewiesen würden, weil man an ihrem Verstand zweifeln müsste. An dieser Stelle möchte ich einen Teil dieses Gesetzentwurfs hervorheben, den man gerade angesichts drohender Obdachlosigkeit vieler Menschen in Deutschland ganz besonders sehen sollte, wenn diese Menschen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Sofern anerkannte Flüchtlinge aufgrund dieses neuen Beendigungstatbestandes in Absatz 3 aus einer kommunalen Unterkunft ausziehen müssen und noch keinen weiteren Wohnraum gefunden haben, kann ihnen Obdachlosigkeit drohen. Wegen bestehender Unstimmigkeiten in einzelnen Gebietskörperschaften ist zur Vermeidung von Obdachlosigkeit klarzustellen, dass Landkreise und kreisangehörige Gemeinden zusammenzuwirken haben, um eine geeignete Lösung zu finden. Zitat Ende. Das dürfte sich auch für jeden in Deutschland gut anhören, der zu den Obdachlosen gehört und gesellschaftlich ausgegrenzt ist und nicht einmal krankenversichert. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf zeigt deutlich auf, wie gut wir in Deutschland Gesetze ändern
oder erstellen können. Und wie schwer wir uns damit tun, Probleme in ihrer Ursache zu lösen. Mit Verwaltungsakten allein und mit Entschließungsanträgen, die keine Ursachen bekämpfen, kommen wir aber nicht weiter. Und so müsste dieses Landesaufnahmegesetz in einen Landes. Es wäre ja nett, wenn Sie nach vorne kommen und noch einmal reden, aber ich würde gerne weiter ausführen. Ich fange noch einmal an. Mit Verwaltungsakten allein und mit Entschließungsanträgen, die keine Ursachen bekämpfen, kommen wir aber nicht weiter. Und so müsste dieses Landesaufnahmegesetz in einen Landesflüchtlingsplan umgearbeitet werden, der übergeordnet Menschen vor Ort hilft, wo Beiräte und Wohlfahrtsverbände Druck auf internationaler Ebene ausüben und gleichzeitig die Geburtenrate thematisieren, die gerade in wirtschaftlich schwachen Ländern zu den uns bekannten Fluchtursachen führen. In Wahrheit verteilen Sie, meine Damen und Herren von den etablierten Parteien, durchaus einen großen Kuchen. Aber bei der Mehrzahl, die hungrig ist, kommen nur Krümel an. Das ist definitiv nicht humanistisch. Noch etwas zum Abschluss. Würde sich so mancher Abgeordnete, der ordentlich über die AWO kassiert hat, dieses Geld wenigstens spenden, wir könnten dann wenigstens von einer gewissen Wahrhaftigkeit ausgehen. Aber so ist das für mich nur pure Heuchelei. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung gemeinsam mit dem Entschließungsantrag in den Fachausschuss. Sind wir einig? Gut. Auch gut.